Gute, nachdem wir mit Kommentaren überhäuft wurden zum Thema Moppes Pets, haben wir uns gedacht, wir werden das nochmal in einer kleinen Folge behandeln. Wir sind hier im Theater an der Alten Brücke. Wir gehen jetzt rein und ihr abonniert bitte den Kanal. Fußball 2000! Fußball 2000, wir sind immer noch im Theater Alte Brücke. Und jetzt wollen wir was thematisieren, was ihr ganz oft in die Kommentare geschrieben habt in den letzten Tagen. Und zwar geht es um die Thematik mit Moppes Pets. Er ist nicht mehr länger Torwarttrainer der Frankfurter Eintracht. Phil, erläuter mir mal die ganze Sache. Was ist da jetzt passiert? Ja, das war durchaus überraschend für viele. Mhm. Am Samstag, am Spieltag, dass die Eintracht dann kommuniziert hat, dass eben der Vertrag mit dem Torwarttrainer, mit dem allseits beliebten Manfred, den kein Mensch Manfred nennt, Moppes niemals, Pets. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich so heißt. Ja, ja. Er hat mal gesagt, nur seine Frau nennt ihn Manfred, wenn sie sauer ist. Also der Vertrag wurde aufgelöst am Samstag und der bisherige vierte Torwart, Jan Zimbo Zimmermann, ist ab sofort der neue Torwarttrainer bei Eintracht Frankfurt. Dauerhaft. Der Schritt war wohl eigentlich zum Saisonende geplant, dass er vollzogen wird. Darauf konnten sich offenbar mit Moppes nicht einigen und deswegen ist das Ganze jetzt dann relativ kurzfristig und vorzeitig aufgelöst worden. Im Endeffekt kann man dann auch sagen, ja vorzeitig, weil er sich auch anscheinend neu positionieren wollte. Wollte er sagen, er ist verfügbar und er geht jetzt woanders hin im Endeffekt. Vielleicht müssen wir mal gucken. Klar, er muss sich natürlich auch beruflich jetzt neu orientieren. Ja, muss halt gucken und da hat er jetzt ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Aber es ist in der Tat so, dass das erstaunlich viel am Samstag im Stadion bewegt hat, weil das eben so eine atmosphärische Geschichte ist, wo du sofort den Reflex hast, oh, ist da irgendwas? Da wurde also irgendwas. Ist aufgekommen. Hoppala. Verhältnis, ja, das ist genau der Reflex, den ich auch sofort hatte. Ja, also 2-3 Stunden vor dem Spiel hat das eigentlich die Runde gemacht, ne? Weil, warum sprechen wir überhaupt darüber? Was ist Moppes Pets eigentlich für eine bewegende Persönlichkeit, dass wir jetzt darüber sprechen? Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig oder war einer von diesen Aushängeschildern. Jeder kennt noch seinen Auftritt auf dem Balkon. Ja, ja, der Chuchu, Lage Boogie, ist unser Boogie Boogie, Chuchu, die Zeit vergeht ihm nur. Also, das war irgendwie einer von den letzten Galionsfigur, mit dem man sich irgendwie identifizieren konnte. Und es mutet dann ja schon etwas seltsam an, wenn ein Torwarttrainer, der jetzt fast 10 Jahre, glaube ich, dabei war, am Spieltag irgendwie das Weite sucht. Da scheint dann ja irgendwie, naja, nicht alles perfekt abgelaufen zu sein. Muss man so ausdrücken im Hintergrund. Ich muss halt noch dazu sagen, aus eigener Erfahrung, Moppes war einer der letzten in diesem gesamten Eintracht-Staff, der einfach auch so ein bisschen normal war, mit dem du normal quatschen konntest irgendwie im Trainingslager. Und mit dem du einfach nochmal reden konntest, der dich gegrüßt hat, der sich gefreut hat, wenn er dich gesehen hat. Trotz der Tatsache, dass er aus Mainz kommt. Ja, 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 aber dann die riesen Eintracht-Herz. Ja. Und es war einfach ein Sympathieträger und wie man hört, eben nicht nur bei den Fans, sondern auch innerhalb der Mannschaft eben einfach, ja, sehr beliebt. Basti, wie bewertest du das? Ich muss hier mit dem Spielfeld aber spielen. Ich weiß es, ich finde es nicht so schlimm. Ja. Wahrscheinlich, es ist immer schlecht, wenn Parteien sich trennen, dann ist einer sauer, der andere macht dies. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin teilweise sehr, sehr großer Kritiker von Bobisch gewesen, teilweise in manchen Sachen auch immer noch, zum Beispiel bei dieser Möller-Sache, aber bei dieser Sache muss ich sagen, dass ich jahrelang gefordert habe, dass die Eintracht sich professionalisiert, dass da Leute irgendwie ausgetauscht werden, das wollte ich immer, jetzt kommt einer hin, der macht sich damit nicht beliebt, aber er macht das, der hat das an vielen Stellen gut gemacht, der hat sich nicht von irgendwelchen Facebook-Alexander-Meyer-Demonstrationen leiten lassen, der hat viele Bereiche der Eintracht professionalisiert, das ist vielleicht dann das, was man fressen muss, dass wirklich auch, Sympathieträger gehen müssen. Auf die einzige Sache, die mich hier irritiert, ist tatsächlich wieder, wie bei Möller. Nicht falsch verstehen, es geht nicht um die Person an sich und ob Zimmermann vielleicht jetzt wirklich gute Ausbildungs-, also das ist jetzt, das hat er die Trainerscheine schon gemacht. Es geht nicht darum, ob das gut oder schlecht ist. Es geht auch nicht um Sympathie und Antipathie, es geht um die Kommunikation. Und die fehlt mir bei der Eintracht momentan komplett. Die ist nicht mehr aus einem Mund. Weil die auch irritiert ist. Die ist nicht mehr aus einem Mund. Und das war mit Sicherheit nicht geplant, dass das jetzt so kurz vorm Spiel rauskommt. Das ist ja auch ein Störfall. Das kannst du am Sonntag dann machen, wenn du es machen musst, machst du am Montag, wenn saure Gurkenzeit ist. Das war bei Möller so, bei Möller war auch diese Anspannung in der Kommunikation, dass es so zwei Fronten sind. So. Er sagt, nee, es interessiert mich nicht, was ihr sagt. Und die so, ja, wir wollen aber was sagen. So. Und das ist wieder dieses Ding, du hast keinerlei Gespür scheinbar für solche Dinge. Das ist emotionale Leute, die Fans mögen, dass die auf diese Weise gehen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das, natürlich will ich, dass Bobic das macht, ehrlich gesagt. Ich bin tatsächlich auch auf seiner Seite bei dieser Causa. Aber die Art und Weise ist tatsächlich, weil das kostet nicht viel. Ja. Es kostet nicht viel, eine softere Kommunikation der Dinge zu wählen. Das ist gut, aber lass mich mal ganz kurz, das sind zwei Punkte. Denn auf der einen Seite, du sprichst an, sportlich bist du dabei. Jetzt müssen wir aber trotzdem auch sagen, wenn wir jetzt sehen, dass mit Zimmermann, das ist natürlich vom Alter her ganz klar, dass der Moppes Pets irgendwie bald an die 60 ist und so weiter und so fort, dass da das dann ausgetauscht wird gegen den wesentlich jüngeren wie Zimmermann. Okay, jetzt muss man aber auch sagen, ist jetzt Zimmermann vielleicht auch jetzt wirklich derjenige, der die Torhüter wesentlich weiterbringt, das weiß ich
weiß ich auch nicht. Natürlich kannst du sagen, das ist natürlich ein jüngerer Typ, der hat andere Einflüsse, der bekommt andere Sachen irgendwie mit, der macht ein anderes Training, ganz klar. Ja. Zimbo hat eine extrem hohe Sozialkompetenz. Das muss man sagen. In der Kabine, auch das müssen wir sagen. Und immer im Jugendbereich schon dabei. Also was ich auch mitbekommen habe, dass er alle Jugendbereiche schon mitgemacht hat, mittrainiert hat und so weiter und so fort. Aber ja, ich kann halt Moppes Pets. Der war ja schon Torwarttrainer quasi. Wenn du guckst, letzte Woche Training, die beiden haben halt dieses Torwarttraining gemacht. Trotzdem kannst du Moppes wenn du guckst auf die Eintracht Torhüter, auf die Entwicklung der Torhüter in den letzten Jahren, egal ob das Trapp war, ob das Radetzky war, ob das Rollo jetzt war in der kurzen Zeit. Ja. Du kannst ja nicht sagen, irgendwie, oder wir können nicht daraus ableiten, dass das irgendwie ein Problem war, diese Position. Jetzt rein davon, wie es inhaltlich gestaltet hat. Wir wissen es auch nicht. Klar, das ist genau das. Und das ist mir zu viel im Dunkeln zu stochern, zu sagen, ja, aber die Torwärter waren noch gut, weil vielleicht sind die auch so einfach gut. Und jetzt geht es in Leverkusen jetzt auch noch gut, ohne dass er nicht da ist. Also was ich halt glaube, was du gerade auch schon angesprochen hast mit dieser fehlenden Kommunikation, dass das halt so ein bisschen auf diese Art ist, wie Bobic da mit der Axt ein bisschen da permanent rumhaut. Ja. Und wo man auch hört, dass sich halt viele irgendwie auch gar nicht ihre Jobs sicher sein können, weil er halt permanent diese Reibung haben will. Ja. Ja, und Stillstand ist Rückschritt. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn mit Druck gearbeitet wird, sorgt das nicht zwingend für ein besseres Binnenverhältnis und für eine konstruktive Arbeit deiner Mitarbeiter. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht maximal um die Kommunikation. Genau, oder? Kommunikation nach außen, aber ich finde auch Kommunikation nach innen. Also Moppes Pets, damals weiß ich noch, als ein alter Buddy von Bruno Hübner, waren zusammen beim SVW. Ja. Und ich war damals schon, hat es etwas komisch angemutet, als er den geholt hat, weil das es bisschen, auch, so ein bisschen war wie, ich hab da noch einen von früher, den hol ich mir gerade, das ist vom Halbersch oben oder hat eh nichts zu tun. Das war jetzt irgendwie nicht so, also es kam damals so rüber, als ob die jetzt nicht wie groß geguckt hätten, wer kann irgendwie was fachlich als Nach Torwart, Menge, sondern den holen wir, den habe ich jetzt gerade noch da. Und trotzdem war der ja 10 Jahre da und da muss man es doch irgendwie als Bobic und innerhalb vom Verein anders hinkriegen, dem zu vermitteln, hier Junge, pass mal auf, hast du 10 Jahre da, alles cool, wir sind dir dankbar. Und im Sommer gehst du. Und dann, dass da dann so ein Streit entsteht, dass der dann halt von sich aus sagt, nee, alles klar, hab ich keinen Bock mehr drauf, ich gehe jetzt. Da kann der irgendwie, also da kann der im Hintergrund nicht alles. Also irgendwas stimmt da ja nicht. Ja, aber genau, aber faktisch können wir es nur darauf festmachen, dass wir wissen ja nicht genau, was da ist. Faktisch ist es aber, dass wir sehen, dass es nicht gut läuft, weil du musst es anders kommunizieren. Wenn jemand, der so lange dabei war, aus dem Verein ausscheidet, dann musst du eigentlich eine Lösung finden, die für alle und aber auch für die Öffentlichkeit irgendwie verträglich ist. Ne? Und dann musst du halt sagen, okay, auch jetzt vielleicht noch eine Verabschiedung. Die stand ja, gab ja jetzt auch noch nicht jetzt nach dem Spiel, beziehungsweise vor dem Spiel. Das hätte ja auch möglich gewesen. Ne? Da müssen wir halt sehen, dass wir das alles auch ein bisschen sozialverträglicher irgendwie hinbekommen. Und das muss die Eintracht auch sehen. Ja gut, das ist mir tatsächlich trotzdem zu viel im Dunkeln. Mhm. Wer weiß denn, ob nicht Alex Meyer, Moppes Pets diejenigen waren, die keinen Bock dann auf diese Lösung hatten. Vielleicht wurde das denen ja angeboten und die waren sauer. Kann ja auch sein. Ja, sicher, aber wenn aber alles stimmt im Hintergrund, also wenn die wirklich irgendwie... Natürlich also stimmt was nicht. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du bist am Sommer nicht mehr bei Fußball 2000 dabei, dann ist es völlig egal, wie ich dir das sage. Das ist scheiße. So. Also das ist so hier erfahren. Ich meine, wie man ihm das beibringen soll, ohne dass er sauer wird. Das ist ja keine, ich glaube, da gibt es schon Wege und finanzielle Mittel, um zu sagen, die, hier... Du weißt ja nicht, von welcher Seite dann aus dieses Ding kann. Vielleicht hat er gesagt, Leute, dann will ich es jetzt sagen, dann hau ich jetzt ab. Dann sagt ihr, oh, wieso? So, bla, bla. Also vielleicht war es alles vielleicht ganz safe abgenommen. Ist ganz klar, dass beide Seiten daran beteiligt sind. Vielleicht ist jemand zu ihm gegangen, hat gesagt, hier, hör mal zu, wir wollen es verbessern, wir wollen es professionalisieren, wie du es gesagt hast. Mhm. Zimmermann hat schon diese Trainerschein gemacht, der war die ganze Zeit so ein Art Torwarttrainer. Ja. Vielleicht, wie du sagst, junge Leute. Zimmermann, den habe ich auch auf ein paar Veranstaltungen so, und auch Netzwerkveranstaltungen getroffen. Der ist sehr, sehr interessiert. Der ist sehr, sehr vor. Laptop und Leibchen, liebe Grüße. Der macht da sehr, sehr viele Sachen. Also das ist mit Sicherheit eine Lösung, wo du sagst, okay, klar, die Kommunikation stimmt nicht. Wir wissen trotzdem nicht, von wem das ausgeht. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem bei euch zu sagen, okay, irgendwas war aber da. Kann man nicht greifen. Und da muss die Eintracht echt gegensteuern. Mhm. Ja. Dass man das Gefühl hat, diese Wagenburg, die Eintracht komischerweise immer hat, wenn es gegen Kritiker geht, dass die auch ganz normal wieder hat. So zu denken, wir sind alle zusammen. Es gibt Differenzen, die werden intern angesprochen, aber wir sind mit einer Hand. Gerade auch in der Zeit, in der es ja sportlich jetzt wieder gut läuft, deswegen haben wir das auch nochmal getrennt behandelt, weil uns das Thema zum einen so wichtig war, auf der anderen Seite uns als Eintracht-Gemeinde. Mhm. Gleichzeitig wollen wir das auch ausklammern, weil wir das sehen, dass das Sportliche läuft. Und auch trotz dieser Differenzen funktioniert es ja sportlich. Ne? Gerade ist es alles gerade wieder im Entstehen nach der schwierigen Hinserie und so weiter und so fort. Also es ist gut, aber du musst weiter auch innerlich geschlossen arbeiten, damit es weiter positiv in die richtige Richtung gehen kann. Ja, ja? Ich muss trotzdem sagen, das werden wir alle überleben. Ja. Also ja, ja. Alex Meyer, die Nummer war größer. Mhm. Also vom Standing her, vom Spieler, das ist auch, das wird im Tagesgeschäft untergehen. Nichtsdestotrotz kann man schon Muster ablesen, zu sagen, okay, da gibt es Verbesserungsbedarf. Was Personalien betrifft, die polarisieren, die musst du treffen. Und ich bin auch ganz ehrlich,
dankbar, dass ich es nicht machen muss. Ich glaube tatsächlich, dass es auch kein einfacher Job ist. Ja. Wenn du irgendwo hinkommst und da gibt es beliebte Leute und hast das Gefühl, vielleicht ist selber trotzdem fachlich gesehen nicht der Richtige. Ja. Und das macht Bobic doch gut. Ja. Bobic scheißt da drauf, was Leute sagen. Jetzt trifft die richtige Entscheidung für sich. Du hast bei ihm nur trotzdem das Gefühl, da gibt es dann auch wieder die Vorwürfe, dass er nur seine Buddies holt. Die Frage ist, würde man das nicht auch selber machen? Würde ich, wenn ich irgendwo neu anfange und ich bräuchte jemanden, der deine Aufgabe anfällt, da würde ich auch lieber dich nehmen als irgendeinen, den ich nicht kenne. Das kann ich nachvollziehen. Ist es trotzdem aber ein Clash, den gerade auch Fans immer wieder erleben, weil es der Unterschied ist zwischen irgendwie Traditionsverein und irgendwie wir sind alle Buddies und halt einem sehr professionell geführten Verein, wo dann harte Entscheidungen getroffen werden und das einfach nicht bedacht wird, die emotionale Komponente. Das haben wir doch jahrelang gewollt. Also ja, das ist halt genau die Frage, gesagt, deswegen stelle ich es ja. Ich will ja nicht, dass Bernd Hölzen bei sich nach dem dritten Äppler irgendwie ein Spieler aussieht. Mit einem gewissen empathischen Augenmaß musst du das aber trotzdem vorantreiben. Das meinte ich ja, das meinte ich ja. Schlagen in alle Richtungen, das ist noch ein bisschen diesen Anstrich. Das ist immer noch ein Fußballverein, da muss es auch irgendwie dahinter ein bisschen stimmen. Also es war irgendwie der Buddy von Bruno und er sagt, irgendwie Bobic, jetzt dein Buddy ist zu schlecht für uns. Also das führt ja automatisch zu Reibereien, ob das jetzt so wirklich die richtige Lösung ist. Ich finde es ja, natürlich muss es möglich sein. Ich finde auch die Professionalisierung an sich finde ich auch gut. Mhm. Aber wie gesagt, also da durchzuhacken, ist, weiß ich, ob das, also du machst ja den Anschein, ob das Richtige ist. Liebe Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was ist euer Take zu Moppes Pets? Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Freitag wieder. Dann ist nämlich der Redline Day. Eine Stunde, was weiß ich, werden wir auf jeden Fall bei YouTube unterwegs sein und gucken. Ich bin dabei, ich bin verpflichtet. Das ist viel wichtiger. Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao. So, ihr frechen Füchse, euch hat gefallen, was wir hier gerade gemacht haben, dann abonniert mal den Kanal und guckt mal rein, was wir Grausames gesungen haben bei unserem Pool-Karaoke-Special. Das war widerlich, aber es war lustig und es war auch ziemlich absurd, denn Phil hat auch das Badener Lied gesungen. Also wer sich das geben will, der klickt mal hier rein.